Hallo, ich bin Elienyx und ich brauche wieder deine Baukünste. Am Sonntag, den 14. Mai, startet auf Twitch mein 7 Tage, 7 Streams, 7 Challenges Event. Und abschließen möchte ich dies mit einer Shell-Tour. Das Gebäude, das ich gerne von euch hätte, wird das zukünftige Haus von Livia, ihrer Tochter und vermutlich ihren 100 weiteren Kindern. Livia ist der Hauptcharakter meiner Okkult Baby Challenge. Schau gerne in der Playlist vorbei, falls du diese noch nicht kennst. Die Shell, die ich dafür erstellt habe, hat 3 Stockwerke. Ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und einen Keller, der nur für Livia über eine Geheimtür erreicht werden darf. Aber ich werde euch gleich mehr darüber erzählen. Die Shell findet ihr auf jeden Fall unter Hashtag Elienyx Livia Shell. Und wenn ihr mitmachen wollt, euer Haus, dann bitte auch wieder unter diesem Hashtag hochladen. Das Besondere an dieser Shell Challenge ist, ihr könnt zwischen 3 verschiedenen Locations wählen, wo ihr euer Haus platzieren möchtet. Und je nachdem ändert sich dann natürlich auch die Geschichte in unserem Let's Play. Es ist übrigens auch eine Basegame-Welt dabei, also ihr braucht nicht mal eine Erweiterung, um mitzumachen. Aber schauen wir uns das alles am besten gleich mal an. Die erste Option für euch ist Tartosa. Tartosa ist ja die wunderschöne Welt, die mit dem unheimlich verbuggten Hochzeitspack kam. Aber was soll ich sagen, zumindest die Welt ist schön. Vermutlich seht ihr sofort, wo sich die Shell befindet, und zwar hier oben. Und hier sehen wir jetzt den wunderschönen Spot hier in Tartosa. Sollte Livia hier hinziehen, würde die Familie direkt am Meer leben. Also wir haben hier jede Menge Strand, auf dem man Sandburgen bauen kann, die Familie könnte schwimmen gehen und natürlich jede Menge interessante Sims kennenlernen. Und hier sehen wir jetzt auch schon Option 2. Option 2 ist Brindleton Bay, hier hinten sehen wir unsere Shell und wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, wenn Livia hier lebt, adoptieren wir vermutlich 1000 Streuner. In Brindleton Bay habe ich mir dieses Grundstück hier ausgesucht, mitten in den Wäldern, also der perfekte Ort, um sich vor Vampiren zu verstecken. Außerdem gibt es auch in Brindleton Bay ein Meer und Strand. Schwimmen gehen kann man hier leider nicht, wenn ich mich zumindest richtig erinnere. Aber wie gesagt, dafür gibt es jede Menge Streuner und auch noch viele andere schöne Orte zu entdecken. Und wie versprochen, hier die Welt des Basisspiels. Dabei habe ich mich für Oasis Springs entschieden. Und das passt meiner Meinung nach schon mal ziemlich gut, denn immerhin ist das eine Wüste und sie verstecken sich vor Vampiren. Und hier sehen wir nun das Grundstück in Oasis Springs. Wie man sieht, es ist jetzt nicht so versteckt wie die Grundstücke in Tartosa oder im Brindleton Bay. Aber wie gesagt, hier haben wir eben eine Wüste, das heißt, auf Vampire würden wir ganz sicher nicht treffen. Bevor ich euch die Shell noch näher zeige und ein wenig mehr über die Geschichte dahinter erzähle, gehen wir noch ganz kurz die Regeln durch. Hochladen könnt ihr die Shell bis zum Freitag, den 19. Mai oder eben bis der Stream beginnt. Wir touren nämlich am Samstag darauf, also den 20. Mai, gemeinsam im Stream durch eure Shells und werden dort dann auch den Gewinner bzw. die Gewinnerin wählen. Mods und Custom Content ist natürlich keiner erlaubt, außer der Tool Mod, den könnt ihr wirklich gerne verwenden. Alle existierenden Wände dürfen nicht verändert werden, außer die Wandhöhe, da könnt ihr machen, was ihr wollt und innerhalb könnt ihr natürlich auch gern so viele Wände wie möglich platzieren. Und was Zäune betrifft, möchte ich euch natürlich auch nicht einschränken. Hier könnt ihr eurer Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Außerdem könnt ihr die Shell natürlich frei verschieben und drehen und ihr könnt alle Packs benutzen. Aber nun schauen wir uns die Shell noch ein wenig genauer an. Wie gesagt, die Shell hat 3 Stockwerke. Wir haben hier einmal das Untergeschoss, dann ist das das Obergeschoss und ganz unten gibt es auch noch einen Keller. Es sollte ein Familienhaus werden. Momentan hat Livia zwar nur einen Säugling, aber es ist eine Okkult Baby Challenge, also es kommen ganz sicher sehr bald mehr Babys hinzu. Dementsprechend würde es nicht schaden, wenn es mehr als 2 Schlafzimmer und vielleicht auch 2 oder sogar 3 Badezimmer gibt. Für mich am wichtigsten ist tatsächlich der Keller. Nur damit ihr Livias Geschichte noch ein bisschen besser versteht. Wie gesagt, sie flüchtet vor Vampiren und möchte deshalb hier ein ganz neues Leben anfangen
und ihrem alten Leben auch den Rücken kehren. Das heißt, in diesem geheimen Keller bewahrt sie alle Erinnerungen aus ihrem vergangenen Leben und auch an das Übernatürliche auf. Das bedeutet, der Keller darf nicht nur mit allen möglichen übernatürlichen Dingen gefüllt sein, es soll auch einen geheimen Zugang geben. Also am besten wäre es vermutlich, wenn hier dann eben das Schlafzimmer von Livia wäre oder ein Büro oder eine Bibliothek. Und dann gibt es eben einen geheimen Zugang zum Keller, den wirklich nur sie kennt. Also ihre Kinder dürfen in diesen Keller auf keinen Fall kommen. Die Shell findet ihr in der Galerie unter Hashtag Elienyx Livia Shell. Und bitte auch wieder unter diesem Hashtag hochladen. Ich freue mich wirklich schon auf jedes einzelne Gebäude. Falls ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen, Ideen oder Anregungen habt, schreibt sie mir wirklich sehr, sehr gern in die Kommentare. Und dann sehen wir uns gemeinsam bei der Shell-Tour wieder. Bis bald!